Ja, lässig, liebt ihr bekannte Schauspieler Miroslav Němeč auf der Couch und fragt provokativ, erinnert sie das an ihr Geld? Liegt es auch nur auf irgendeiner Bank, ohne vernünftige Zinserträge zu bringen? Dann ändern sie es doch jetzt von den besten Tages- und Festgeldzinsen profitieren. Das bekannte Gesicht aus der ARD-Kultserie Tatort war vor rund 4 Jahren für ein Internetportal, auf dem Sparer höhere Zinsen bekommen sollten als bei ihrer Hausbank. Eine der Banken, für die das Portal Weltsparen hunderte von Millionen Euro vermitteln konnte, war die Bremer Greensill Bank, welche laut Informationen von NTV in schwere Turbulenzen geraten ist und bei der rund 3,6 Milliarden Euro im Feuer stehen. Die Aufsichtsbehörde BaFin hat demnach bereits ein Moratorium verhängt, wonach ab sofort kein Geld die Bank mehr verlassen darf. Auch Kommunen sind von diesem Fall leider betroffen, unter anderem die Kommune Monheim am Rhein. Es könnte sein, dass der komplette Ausfall des angelegten Geldes droht, so der Bürgermeister Daniel Zimmermann. Allein in diesem Fall sprechen wir über einen Betrag von 38 Millionen Euro. Echtes Geld von echten, hart arbeitenden deutschen Steuerzahlern, die sich einfach mal so mir nichts, dir nichts in Luft auflösen könnten. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist und ich bitte dich, ein Abo hier zu lassen, falls du das noch nicht getan hast. Vergiss dabei auf keinen Fall die Glocke, damit du auch in Zukunft kein weiteres Video von mir mehr verpasst. Ja, beim Fall der Greensill Bank liegen noch nicht alle Fakten auf dem Tisch und daher muss man erst noch abwarten, was die Behörden letzten Endes zutage fördern. Ich hoffe natürlich sehr, dass kein Sparer sein hart erarbeitetes Geld verliert. Ich muss mich auch ein wenig wundern, weshalb man in den Medien noch nicht so viel über den Greensill-Fall erfährt. Es geht schließlich um einen Betrag von 3.600 Millionen Euro, der im Risiko steht. Auf der anderen Seite kann ich mir natürlich vorstellen, dass man Angst vor einem Dominoeffekt hat. Eine der größten Sorgen von Politikern und Bankern dieser Tage, würden die Sparer ihr Geld in Massen von den Banken abziehen, dann könnte keine EZB der Welt diesen Laden mehr am Laufen halten und wir hätten Bankenpleiten, Staatsbankrott und Eurocrash auf einmal. Denn all diese Gefahren hängen ja unmittelbar miteinander zusammen. Daher wird man in Berlin, Brüssel und auch in Frankfurt derzeit hoffen und bangen, dass es sich im Fall von Greensill um einen Einzelfall handelt und hoffentlich nicht noch ein anderes Institut ins Wanken gerät. Ich bilde mir jedenfalls ein, den Angstschweiß der Herren und Damen sogar bis hier nach Eichenzell zu vernehmen. Maximale Sicherheit steht in diesen Tagen an erster Stelle. Was ich euch mit absoluter Sicherheit in diesem Video empfehlen kann, sobald ein Schauspieler oder ein prominentes Gesicht Werbung für Produkte oder Dienstleistungen macht, bei denen es sich um Geld oder Finanzen dreht, da sollten bei euch alle Alarmglocken schrillen. So ließ beispielsweise der bekannte Schauspieler, wenn ihr euch erinnert, Manfred Krug in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Stern im Jahr 2007 verlauten, ich entschuldige mich aus tiefstem Herzen bei allen Mitmenschen, die eine von mir empfohlene Aktie gekauft haben und enttäuscht worden sind. Der Schauspieler warb seinerzeit, wenn ihr euch erinnert, für die T-Aktie durch die unzählige Kleinaktionäre, teils hohe Verluste hinnehmen mussten. Was mich ebenfalls regelmäßig, ja man kann sagen schockiert, das sind sogenannte Verbraucherschützer, welche sich auf NTV regelmäßig zu Wort melden. Auch hier zitiere ich aus einem jüngeren Artikel. In Deutschland sind mindestens 100.000 Euro pro Kunde und auch Bank über die gesetzliche Einlagensicherung geschützt. Haben Ehepaare ein Gemeinschaftskonto, verdoppelt sich sogar die Summe auf sage und schreibe 200.000 Euro pro Bank. Wer noch größere Guthaben besitzt und sie vollständig absichern will, kann die Gesamtsumme auf mehrere Banken verteilen. Ja, und jetzt kommt's, so kann man die gesetzliche Basissicherung gleich mehrfach nutzen. Super! Der Hammer an der Sache ist aber,
dass die Menschen so einen Blödsinn glauben. Wir telefonieren ja regelmäßig mit Menschen, die ihr Geld in Sicherheit bringen möchten. Und da sind wirklich Menschen dabei, die meinen ernsthaft, wenn ihr Geld auf mehreren Banken verteilt ist, dann hätten sie für Sicherheit gesorgt. Fast jede Woche erscheint ein solcher Unfug und daher ist es meine Pflicht, ebenfalls im Wochentakt dagegen zu halten. Ich mache es kurz, ihr habt keinen Rechtsanspruch auf diese Leistungen der Einlagensicherung. Außerdem haftet der Einlagensicherungsfonds ausdrücklich nicht im Falle einer allgemeinen Krise der Kreditwirtschaft. Sollte also der vorhin genannte Dominoeffekt eintreten, dann habt ihr mitunter Jahrzehnte umsonst geschuftet, denn dann könnt ihr euch von eurem Ersparten verabschieden. Ich habe in den letzten Wochen so einige Videos zu diesem wichtigen Thema gemacht und ich habe auch eine brisante Playlist zu diesem Thema hier auf meinem Kanal. Ich kann jedem, wirklich jedem nur empfehlen, sich diese Playlist einmal in Ruhe anzuschauen. Meine Botschaft in diesem Video lautet ganz klar: Empfehlungen von Massenmedien und prominenten Personen sind vor allen Dingen in der Gegenwart mit Vorsicht zu genießen. Gegenwärtig befinden wir uns leider in einer Situation, mit der viele Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben konfrontiert werden und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Die Situation, von der ich spreche, das ist das gesetzlich legitimierte totale Ausfallrisiko von Spareinlagen, welches sich auf deutschen bzw. auch europäischen Bankkonten befinden. Es gibt scheinbar überhaupt kein klares Konzept, an dem man sich ausrichten oder wonach man handeln kann. Und all diejenigen, die sich alternativ informieren und eigentlich handeln wollen, die sitzen wie das Häschen in der Grube, weil sie auf der einen Seite gegen tief verankerte Glaubenssätze ankämpfen müssen und auf der anderen Seite durch eine Flut an Informationen, gerade hier auf YouTube, in eine Art Schockstarre versetzt werden. Wenn du dich in dieser Beschreibung erkennst, dann habe ich einen Vorschlag für dich. Nimm dir ganz bewusst einen Tag Zeit, an dem du dich nur mit dem Thema finanzielle Bildung beschäftigst. Ich nehme zwar nicht für mich in Anspruch, die Wahrheit gepachtet zu haben, aber zumindest nehme ich für mich in Anspruch, all die Dinge, worüber ich hier erzähle, für mich selbst umgesetzt zu haben. Ich bin kein Coach, der selbst noch am Experimentieren ist oder die finanzielle Freiheit predigt, ohne selbst finanziell frei zu sein. Das ist ganz entscheidend, sondern meine Ergebnisse sind seit rund 2 Jahrzehnten dokumentiert und belegbar und ich bin definitiv mit Verlaub finanziell frei. Und die Sorgen, die ihr euch macht, die habe ich mir auch einmal gemacht und ich habe mich seinerzeit mehrere Wochen regelrecht eingeschlossen. Das war so 2007, 2008, um die Hintergründe dieses Finanzsystems zu verstehen. Ich weiß, es klingt jetzt total vercoacht, aber es sind nicht die Strategien, die den Erfolg bringen, sondern es ist die finanzielle Bildung. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich habe meine Recherchen und mein gesamtes Wissen verdichtet und daraus ein Webinar gemacht, welches mittlerweile tausendfach besucht wurde und für das auch du dich bitte gleich anmeldest, wenn du zu den Betroffenen gehörst. Das ist sehr interessant. Mach es wie die Hochfinanz, lautet der Titel. Und wenn du es dann auch so machst, dann schaust du auch nicht mehr aus dem brennenden Haus, sondern du stehst dann davor und wirst dankbar sein, dass du die Kurve noch bekommen hast. Außerdem wisst ihr, dass ich euch als Finanzexperte zur Seite stehe und ihr selbst nicht zu Experten werden müsst, um euer Geld in Sicherheit zu bringen. Wer sich also bereits für den Weg der Sachwerte bewusst entschieden hat und keine Lust mehr auf Verwirrung hat, der vereinbart ein kostenfreies und unverbindliches Kennenlerngespräch. Ihr wundert euch vielleicht, weshalb ich mich noch nicht ausführlich zu den aktuellen Gold- und Silberkursen geäußert habe. Ich könnte natürlich jetzt auch irgendwelche aberwitzigen Kursziele verkünden, aber weder Gold noch Silber haben derartige Durchhalteparolen als Assetklasse nötig. Dass beide Edelmetalle derzeit unterbewertet sind, davon bin ich felsenfest überzeugt und es könnte sein, dass man sich schon in Kürze darüber ärgert, in dieser Phase nicht nochmal zugeschlagen zu haben. Dennoch werde ich mich in einem der nächsten Videos wieder zu dem Thema Gold und Silber
äußern. Am besten, du abonnierst natürlich meinen Kanal und drückst dabei die Glocke, dann verpasst du kein weiteres Video mehr von mir. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video am Sonntag, 16 Uhr. Herzliche Grüße aus Eichenzell, euer Daniel Sauer.